Wie hat von Aussiedlung Migrantenpartei Deutschland Einheit, es sei sehr unschwer, zwei Vater von zwei kleinen Tochter. Und vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass die Zukunft unserer Kinder ihnen wichtig ist. Also ich muss ja ein bisschen jetzt abkürzen, wir müssen jetzt weiter übergehen. Aber eigentlich die Geschichte von diesem Bildungsplan, man sagt ja, man diskriminiert die LBS-TTI-Gruppen. Aber laut Studie ist ja nur 3%. Also man wird ja nach ethnischer Herkunft diskriminiert, nach Behinderungen diskriminiert. Wieso fängt man halt dann irgendwie mit kleinen Problemen, obwohl man größere erstmal lösen muss? Man muss doch dann in Schulen beibringen, Berücksichtigung von kulturellen Unterschieden, von körperlichen Behinderungen auch. Das sind halt alle Menschen und die werden halt viel, viel stärker diskriminiert. Über sexuelle Vielfalt wird ja schon in höheren Klassen berichtet und unterrichtet. Wieso soll ja Erstklässler sich mit seiner sexuellen Identität auseinandersetzen und sein biologisches Geschlecht in Frage stellen? Wieso? Also das geht ja bestimmt schon nicht nur um Toleranz, sondern weiter. Und wir können halt anderen über Akzeptanz sprechen, wenn die nicht mal tolerieren können. Also wir waren jetzt auf Partei halt Sachen in Landes Baden-Württemberg viel unterwegs, mit vielen Leuten gesprochen und haben eigentlich Schreckliches festgestellt. Viele wissen ja über Bildungsplan 2015 nichts. Und wenn man halt denen erklärt, dann sagen wir, nee, das geht nicht. Das macht ja keiner. Das lässt der Regierung nicht zu. Ist ja doch ein Albtraum. Aber ist jetzt fast eine Realität schon. Da muss man halt dagegen kämpfen. Also wir wollen den Bildungsplan auf jeden Fall ändern, mit eurer Hilfe, dass man halt Interesse allen Gruppen berücksichtigt wird, nicht nur eine halt. Wir leben doch in einer Demokratie. Und schön daran ist, jeder darf freie Meinung äußern, jeder darf wählen, wie und wann er Kinder erzieht. Und ja, die Regierung jetzt, also von Herrn Kretschmer, will eigentlich Grundgesetz verletzen. Also das lassen wir nicht zu. Und einer geht einfach. Erzählen Sie Freunden, Bekannten, klären Sie auf. Viele wissen nicht, warum es geht. Viele denken, es geht nur bloß um Toleranz. Und eine Frage noch, eine Bitte noch an alle, wir gehen jetzt auch, wollen jetzt an europäischen Wahlen teilnehmen. Am Montag müssen wir 4000 Unterschriften, Unterstützungsunterschriften abgeben, fehlt nur 100 für uns. Also wenn Sie uns unterstützen, bindet zu nichts. Also ein Unterschrift und am 25. Mai einfach alle Parteien wählen, die gegen Bildungsplan 2015 sind. Danke.